dann solche Einladungen jetzt hier vom Schulen weiterkommen, sodass ich dann Minimum, das ist so meine Hauskomme, eine Handvoll, 5, 6, 7, je nachdem. Ja, wenn einer lieb ist und tolle Aktion hat, dann, ja, und tolle Aktion hat, dann kommt man gerne. So, insofern, das ist für mich wichtig. Das ist für mich wichtig, dass ihr das mitnimmt und dann über euch hinaustragt, ihr ist ja auch Zeitung anwesend, dass dieses ehrenamtliche Engagement unsere Gemeinschaft zusammenhält und das Salz in der Suppe ist auch für einen persönlich. Das können wir Ältere, jetzt sind ja auch ein paar Jüngere, an die Jüngeren weitergeben und das ist sehr, sehr wichtig. Insofern bin ich stolz, hier sein zu dürfen. So, ich würde das ganz gerne so machen, dass ich so mal eine gute halbe Stunde euch was erzähle, was so dieses Thema jeden Tag einen Olympiasieg anbetrifft und dass wir dann noch miteinander ein bisschen reden können, bevor alle hungrig vom Stuhl fallen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich jeden Tag einen Olympiasieg. Ey, das ist doch albern. Olympische Spiele finden ja nur alle vier Jahre statt. Stimmt. Aber der Zwischenraum zwischen zwei Olympischen Spielen, das nennt man Olympiade. Das ist jetzt der Lernabschnitt in diesem Vortrag. Ja, wenn man sagt, hey, bei der Olympiade in Tokio heißt es, also beispielsweise im nächsten Jahr finden ja Olympische Spiele in Tokio statt und dann schließt die aktuelle Olympiade ab. Und die Spiele sind immer der Abschluss einer Olympiade. Aber innerhalb einer Olympiade passieren viele, viele Dinge, die für einen persönlich emotional den gleichen Wert haben, wie hier in das i-Tüpfelchen, beispielsweise bei mir früher im Sport, bei Olympischen Spielen. Und das ist das, was die Kernbotschaft meines Vortrags ist, dass man die kleinen Dinge im Alltag, die entstehen, die man entwickelt, die man persönlich erreicht, die man anderen mitgibt, eine sehr hohe Wertigkeit besitzen. Weil ohne diese kleinen Fortschritte im Alltag ist der große Fortschritt und das, was man für sich erreichen möchte, gar nicht möglich. Das wird in drei Zahlen ganz schön deutlich. Die erste Zahl, 38.000. Was ist das? Hat natürlich mit mir zu tun. Wie viele Kilometer ich geschwommen bin. Genau. 38.000 Kilometer bin ich nachweislich über Trainingsbuchstaben in meinem Leben geschwommen. Im Training. Und auch im Wettkampf dazu. Jetzt muss ich ehrlich sagen, am meisten schwimme ich wirklich im Heuchelheimer See zurzeit. Generell, ja, weil Wakeboarden gehen und dann nebendran noch ein paar Meter schwimmen. Ansonsten im Schwimmbad gehe ich eigentlich gar nicht mehr. Vier. Kleiner Tipp, die vier stecken in den 38.000 drin. Also welche 4 Kilometer sind das? Ja. Vielleicht 4 Olympiasiege? 4 Kilometer, ja, die 4 3 Olympiasiege stecken auch nicht drin. Das sind die Kilometer, die ich in meinem Leben bei den großen Wettkämpfen geschwommen bin. Jetzt ist schon deutlich, kein Mensch auf diesem Planeten schwimmt 38.000 Kilometer wegen 4 Kilometer. Ja, das wäre ja vollkommen schwachsinnig. Sondern man schwimmt die wegen den 38.000. Ja, man arbeitet auch nicht, um irgendwann einen Bonuscheck in der Hand zu halten, ein Jahr lang, sondern man arbeitet für den einzelnen Tag, was da passiert. Letzte Zahl, 12,5. Die 12,5 steckt wiederum in den 4 drin, ist aber, wie kann 12,5 in 4 drin stecken? Als größere Zahl, durch Prozent. 12,5%. Welche 12,5% sind das? Denkt mal an den Schwimmwettkampf, wie der abläuft. Die man selber in der Hand hat. Die man selber in der Hand hat? Ja. Genau. Das ist genau die Lösung. Ich konnte früher im Schwimmen mit meiner Leistung zu 12,5% meinen Erfolg beeinflussen. Warum? 8 Schwimmer, 100% geteilt durch 8, 12,5. 87,5% dessen, was bei mir im Sport passiert ist, kann ich das gerne so machen. In den Finals, in jedem Rennen, kann ich nicht beeinflussen. Und was andere Menschen machen, die auf uns Einfluss nehmen, was sonst in der Welt passiert, was auf uns Einfluss hat, das können wir auch nicht beeinflussen. Und in eurem Leben, in meinem Leben, kann man das nicht mehr so in Zahlen ausdrücken. Das
Faszinierende am Sport, dass es halt so ein geregelter Wettbewerb ist. Aber euer Job, mein Job, da spielen solche Zahlen weniger eine Rolle. Ich würde mal sagen, bei mir ist es heutzutage 50-50. So, sagt mal so Pi mal Daumen. Vieles ist fremdbestimmt. Ja, was ihr macht, was selbst wenn man als kleines, wenn man schon in die Grundschule geht, ist ja vieles selbst fremdbestimmt, ja, was man da so macht. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie man mit diesen Dingen, die an einen herangetragen werden, wie so im Umfeld passieren, wie man damit umgeht. Mein Vorteil geht um diese 12,5%. So. Jetzt ist es natürlich so, dass dort niemals alles glatt geht. Kommen wir nachher noch ein paar Beispiele. Es geht niemals alles glatt. Immer geht irgendetwas schief. Und man ärgert sich darüber. Und das ist auch nicht schlimm. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin mal Weltmeister geworden und hin und her geschwommen wieder. Also ein Teil von diesen 4 Kilometern. Angeschlagen, 2 Sekunden Vorsprung gehabt. Das war 1986 in Madrid. Also die Älteren erinnern sich vielleicht. Die ganz Älteren. Und im Fernsehen sah das alles ganz prima aus. Und dann Siegerehrung, Goldmedaille. Und dann kam ich hinter die Kulissen von den Stadien und dann kam mein Trainer auf mich zu und der Trainer im Sport, insbesondere wenn man auf diesem Weltklassenniveau unterwegs ist, die sagen ja eigentlich, wie man schwimmen soll, also technisch kann man das, sondern es sind mehr so Coaches, die einem Fragen stellen, die einem Hinweise geben und es ist mehr ein Dialog. Jogi Löw oder wie Jürgen Klopp, die bringen den Leuten kein Fußballspiel mehr bei, sondern die versuchen, das Optimale aus den Möglichkeiten, die da sind, zu machen. So, und dann kam ich hinter die Kulissen, mein Trainer kam auf mich zu und meinte nach dem Weltmeistertitel, Originalton, Junge, das war wohl nichts. Und ich sagte, stimmt, weil was war passiert? Ich war zwar der Erste, aber die 12,5% waren schlechter, als ich dachte. Wir hatten ein einfaches System bei den großen Wettkämpfen, was jetzt meine 12,5, meine eigene Leistung anbetrifft, weil die kann ich ja nur beeinflussen. Beim Schwimmen hat man ja keinen Einfluss auf den Gegner, was die anderen machen, geht ja nicht. Man kann die zwar böse angucken, aber ansonsten hat man keine Möglichkeit. Und ich mir dachte, wir hatten so eine Routine mit einem kleinen Zettel, er hat eine Zeit draufgeschrieben, ich habe eine Zeit draufgeschrieben, das haben wir dem Masseur gegeben. Nach dem Rennen haben wir uns das angeguckt und da standen häufig vergleichbare Zeiten drauf. Und in diesem Fall auch, aber die Zeit, die er drauf stand, war eine Sekunde schneller. Und da wusste ich ganz genau, deswegen war das so flapsig gesagt, und ich wusste ganz genau, was er konnte mir vorstellen, was auf seinem Zettel stand, auf meinem Zettel, was da drauf stand, das wusste ich ja. Insofern sagte ich, stimmt. Also insofern, darum geht es auch nicht, dass alles immer perfekt läuft und dass man alles immer richtig macht. Das Entscheidende ist, aus meiner Sicht, das ist keine Frage des Lebensalters, es zu versuchen. Immer wieder an sich zu arbeiten, immer wieder nicht stillzustehen, sondern immer wieder, manchmal muss man einen Schritt zurück machen, beispielsweise im Sport bei Verletzungen, ja, oder überhaupt im Leben bei gesundheitlichen Problemen, vielleicht auch mehr Schritte zurück zu machen, um einen neuen Weg zu finden. Das Schlimmste ist, stillzustehen. Ja, und deswegen gibt es eine Art Formel dafür, und die lautet so, nie aufhören, besser. Also besser jetzt nicht nur als Leistung betrachtet, sondern was die persönlichen Ansprüche betrifft, werden zu wollen, um zu den Besten gehören zu können, mit dem, was man macht. Das kann auch, bleiben wir mal beim Beispiel, Krankenschwester oder in Pflegeberufen. Ja, das bedeutet, zu den Besten gehören zu können, dass die Patienten einfach lächeln. Ja, dass die Patienten einen wertschätzen, dass man ihn selber wertschätzt. Also es hat nicht nur was mit absoluter Leistung zu tun, die man messen kann, sondern auch mit sehr zwischenmenschlichen Dingen. Und das entwickelt sich ständig weiter. Ja, das ist in jedem Beruf vor 20 Jahren anders gewesen als heute. Das ist in der Schule, ich habe das bei meinen eigenen Kindern gesehen, wie das sich entwickelt hat. Hat sich auch wesentlich weiterentwickelt zu meinen eigenen Zeiten. Und das wird wieder in 10 Jahren auch wiederum anders sein. Also das ist wichtig, so als Botschaft, nicht stillzustehen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, und ich würde euch ganz gerne da auf eine Reise nehmen, wie das so der Michael Groß macht im Alltag. Und ich habe einfach mal in die Geschichte gegriffen und mal gezeigt, wie jeden Tag ein Olympiasieg im
wirklichen Leben funktioniert, nämlich bei der Vorbereitung auf Olympische Spiele. Ich kann euch das deshalb so gut berichten, weil ich habe ja früher Trainingsbuch geführt, handschriftlich. Es gab dann auch keine Computer. Handschriftlich und habe, dieses Trainingsbuch steht nicht nur drin, was man so geschwommen ist und was man sonst so gemacht hat im Training, sondern auch, wie man sich gefühlt hat, was es für Ereignisse gab, was einen bewegt hat. Also es war auch ein bisschen halbes Tagebuch. Und deswegen kann ich da euch ein paar ganz konkrete, authentische Beispiele aus der Vorbereitung von 1984 mitbringen. So, und im Jahr wie 1984 fängt an wie jedes Jahr, nämlich mit einem 1. Januar. Und der Klassiker ist ja beim 1. Januar die guten Vorsätze. Dass man sich bald wieder, das ist Reflekt. Das ist einfach so, man reflektiert, man denkt sich, oh, dieses Jahr nehme ich mal das und das vor. Ja, weil einfach so ein Jahreswechsel, so ein Anschub ist und anders ist, sodass das einem automatisch in den Sinn kommt. Und das ist logischerweise auch bei Olympischen Spielen so, vor Olympischen Spielen so. Und das war am 1. Januar 1984 so in dieser Situation, dass wir waren damals im Trainingslager in Los Angeles, um das mal zu testen und zu gucken, wie das so ist in dem Olympischen Bad. Das gab es damals schon, war fertig. Aus den Tribünen, das war also ein Parkplatz, und zwischen zwei Parkplätzen war dieses Bad. Es war komplett 1984 temporär aufgebaut. Also ihr wundert euch vielleicht, ja, 1984 waren die Olympischen Spiele sehr viel, war ja in Los Angeles, Hollywood war da, haben sich sehr viel über Kulissen gebaut. Und das Schwimmbad war komplett 20.000-Mann-Stadion temporär hingestellt. Das heißt, am 1. Januar war da nichts, außer dem Schwimmbad und zwei Parkplätzen rechts und links daneben. Warum Parkplätze? Damit man die Tribünen bauen kann. Und es sind heute auch noch Parkplätze. Also das Schwimmbad gibt es auch noch. So, dann überlegt man sich, was passiert dieses Jahr? Und da habe ich ganz klar für mich entschieden, dieses Jahr passiert, das ist ein Lebensabschnitt, ja, so, was passiert in den nächsten 6 Monaten? Und da habe ich ganz klar entschieden, erstens, und das Wichtigste, ich mache mein Abitur. Also 1984 habe ich Abitur gemacht und das Zweite ist Olympische Spiele, parallel. Und das führt mich zu der entscheidenden Botschaft. Was heißt das? Jeden Tag ein Olympiasieg. Man sollte sich ein eigenes, das ist jetzt für mich ein attraktives Ziel ausschaffen. Also ich finde sowas toll. Ja, der eine oder andere nicht, aber ich finde das toll. Und jeder Mensch sollte ein Zielhaus besitzen. Wo man sagt, ich habe ein tolles ersten Stock, wo so Lebensphasen sich befinden. Ja, also wenn man so ein Haus hat, Lebensphasen, was ist das? Beispielsweise eine Olympiade ist eine Lebensphase. Ja? So 4 Jahre, das ist ein Raum, den man so umfassen kann. Da kann man sich vornehmen, hey, zum Beispiel als Wintersportler, ich mache jetzt bis 2022 weiter. Oder im Beruf, in der Schule ist es auch so, ja, eine Lebensphase, die erste Lebensphase eines Menschen ist meistens die Grundschule. Denkt man nicht so drüber nach, aber ist so. Ja, 4 Jahre. Und die andere Schule und dann das Studium. Ich sehe das gerade bei meinen eigenen Kindern, die sind beide Bachelor gerade unterwegs, auch eine schöne Phase. Nur diese Phase nach oben alleine, das würde einen völlig überfordern, dass man nur, bleiben wir gerade bei meinen eigenen Kindern, die studieren gerade, wenn man nur auf den Bachelorabschluss schiebt, 4 Jahre lang. Hey, das würde einen völlig überfordern. Das ist viel zu lang. Auch Olympische Spiele, viel zu lang. Also braucht man hier das Erdgeschoss. Das, was ich gerade sagte am 1. Januar 84, das Erdgeschoss ist ein Abschnitt. Im Sport, eine Saison, im Beruf. Beispielsweise kann das ein Quartal sein, so 100 Tage, ja, wo man wirklich jeden Tag dran arbeitet, was kann ich tun heute für das, was in den nächsten Wochen und wenigen Monaten passiert. Wo ich auch schon was spüre, dass ich wirklich was tue. Und der letzte Punkt ist das Eingangshaus. Eingangstür. Jeden Tag gibt es meistens eine Chance, etwas weiterzuentwickeln. Es gibt wenige Tage, wo nichts passiert. Das ist im Beruf häufig, in meinem Beruf ist es, zu 80% kommt das von außen. Eine E-Mail, ein Anruf, heutzutage ja, ein Posting, wo man eine Inspiration bekommt, wo man eine Idee bekommt. Immer neugierig sein, das ist in meinem Beruf extrem wichtig, neugierig zu bleiben, das hat in bald 55, das hat nichts dazu mit zu tun, ob man 25 ist, 55 oder 65, spielt keine Rolle. Aufzupassen,
welche Tür an jedem Tag aufgeht oder auch welche man zumacht. Also ich hoffe, das wird deutlich. Und da passieren dann ganz tolle Dinge, ja, dass man diese Chancen auch greift. Das ist manchmal etwas virus. So, Nina hat kein Signal bekommen. Ja. Ich muss schneller reden. Das ist manchmal, ihr könnt euch vielleicht sagen, hey, jeden Tag nimmt sich der Michael doch kein Ziel vor. Das stimmt. Die wenigsten Tage nehme ich mir ein Ziel vor. Aber dennoch kann ich jeden Tag einen kleinen Schritt machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich zum Beispiel freitagsabends so bin, so nach einer Woche, und das im Kleinen, manchmal auch im Großen, was passiert, dann macht mich das zufrieden. Das ist ein kleiner Schritt. So, bevor dann jemand hier ganz spinnt. Los. Dabei geht ja nicht alles glatt. Also ich habe hier ein Bild. Also Rechner sind. Ich kann nicht an den Rechner rumhalten. Das ist schon ganz schön. So. Ein Hindernis. Ja. Ihr kennt vielleicht die Situation, dass ein Hindernis hat. So eine Wand kommt plötzlich. Klassiker, es gibt wenige Hindernisse in unserem Leben, die so groß sind, dass man sie nicht überwinden kann. Dazu gehört beispielsweise die Gesundheit, wo es wirklich lebensverändernd ist. Aber 99,5% oder 9% unserer alltäglichen Hindernisse, Probleme, die wir haben, die sind überschaubar, die lassen sich managen. Und am 10. Februar des Jahres damals war es so, da kam ein großes Hindernis. Für diesen Tag, für mein persönliches Ziel, was ich mir vorgenommen hatte. Weil wir haben die Grundkonditionierung, und Schwimmen läuft auch an Land durch Joggen. Und damals war es so, es gibt ja noch die Situation manchmal, wenn ich mal selten anleite, dass wir, ich habe gerne aufgemacht, wir 20 cm Neuschnee hatten. Das Problem war, wir hatten uns einen Halbmarathon vorgenommen, als Trainingstest. Und jetzt hätte man ja sagen, verdammt nochmal, 20 cm Neuschnee, großes Hindernis, da macht ein Rumlaufen hier überhaupt keinen Sinn. Das lassen wir mal und machen irgendwas anderes. Aber überlegt euch mal Hindernisse, Umwege, wie die euer Leben positiv beeinflusst haben. In der konkreten Situation ist das manchmal lästig. Man muss auch manchmal das sacken lassen. Aber häufig sind gerade diese Umwege und Hindernisse, dass man einen anderen Weg sucht, der entscheidende Faktor, wo man hinterher sagt, hey, hätte ich das nicht gehabt, da hätte ich was verpasst. Damals war es so, hätten wir sagen können, nee, das lassen wir jetzt mal bleiben, wir klettern nicht die Wand hoch, aber wir haben entschieden, dieses Hindernis, das übersteigen wir. Dieses Hindernis übersteigen wir, jetzt mache ich mal selber aus. Was haben wir gemacht? Wir haben trotzdem, trotz dieser widrigen Bedingungen, haben wir das gemacht. Und ihr glaubt gar nicht, was das für ein tolles Gefühl ist, da sich durchzuboxen. Und das kennt jeder von euch, wenn man etwas Unerwartetes schafft, wenn man etwas schafft, was einem schwer gefallen ist. Und man sich dann irgendwo zurücklehnt und sagt, das war eine Riesensache, wobei nach einem Training, was auch immer, und man sagt, das war eine tolle Sache. Ja. Da habe ich mich überwunden. Da habe ich etwas gemacht, was ich gar nicht geglaubt hätte, das zu schaffen. Weil wenn es irgendwann mal darauf ankommt, dass man sich wirklich von außen überwinden muss und etwas machen muss, was einem schwerfällt, sind solche Dinge, die man freiwillig gemacht hat, wo man einfach geguckt hat, wie weit kann ich gehen, buchstäblich, wesentlich wichtiger und erfüllender. Dann guck gerade mal, dass wir blaue Bilder haben, gibt es diese Situation. Ein Rückschlag, ja, wo man wirklich sagt, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie konnte das passieren? Und am 10. März, ich bleibe mal bei, das heißt mal so schön, Schwimmer sollten nicht an Land gehen. Der Olympiasieger, jüngst erst vom halben Jahr, der Olympiasieger über 100 Meter Brust, ein Engländer, der ist irgendwie aus der Kneipe rausgegangen
und ist dann über den Trott, über die Bordsteinkante gefallen, hat sich ein Fußgelenk gebrochen. Also nicht nur wegen Engländer, das passiert wirklich vielen schon mal. So, hier in diesem Fall war es noch am 8. März, ich habe gerade mal nachgeguckt, damit ich hier nicht falsch sage, ich könnte das noch nicht kontrollieren, aber ich will, dass es richtig ist. Der letzte Waldlauf, ja, Teil der Grundkondition wird abgeschlossen und zu nachlässig gewesen. Das kennt ihr vielleicht, dass man so schon mit Gedanken woanders ist. Und dann passiert etwas Dämliches, nicht in diesem Fall bei mir war das, wo ich mich geärgert habe, Fuß umgeknickt. Und Band gerissen, die sind immer noch gerissen, aber im Schwimmen ist das zum Glück vom Vorteil, weil man hat dann diese Entenfüße, die dann im Vorteil sind. Wir müssen nach innen knicken, das ist dann besser, da kriegt man mehr Druck dann ins Wasser mit den Füßen. Also insofern, trotzdem war es schmerzhaft, 2 Wochen mit so einem Verband rumgemacht und man konnte sich auch nicht abstoßen im Wasser, aber man konnte einigermaßen schwimmen. Und haben entschieden, das nicht zu operieren, klar, sonst wäre Olympia hingefallen, also haben wir es gemacht. Und das war es noch Rückschlag. Interessante Technik. Heißt das nicht so alles beginnen? Jedenfalls war es so, das war wieder so ein Weckruf, wo man sagte, hey, also wenn du hier trainierst, du rumläufst, dann konzentrier dich doch. Und das hat mich erinnert damals. Und das ist nicht so, dass man, dass, wenn man das einmal diese Erinnerung bekommen hat, dass das dann immer funktioniert, sondern das war nicht die erste Erinnerung, dass man sich nicht so hängen lässt, wenn man sowas zu Ende macht und gedacht, wie schon mal anders ist, sondern ich hatte mal ein ganz tolles Erlebnis, das ich an dieser Stelle nochmal einbringen möchte, nämlich mein erstes Rennen für Deutschland. Das war im Alter von 13,5 Jahren, bei einem Jugendländerkampf gegen Sowjetunion und Italien. Nicht kenne, aber das sind halt die Dinge, die man so. Das sind die Rückschläge im Leben. Ja, ja. Also, Länderkampf damals in Kiel gegen die Sowjetunion und Italien war es. Die Sowjetunion, die Eltern wissen noch, das war so die Zeit, wo es noch nicht nur Russland gab, sondern die wirkliche mit Russland zusammen, Sowjetunion genannt. Und da war es auch so eine ähnliche Situation wie hier, alle saßen zusammen im Team und der Schwimmer über 1500 Meter Freistil wurde über Nachtpark. Und mit dem Schnupfen sollte man nicht schwimmen. Man kann vielleicht andere Sportarten noch machen, aber Schwimmen geht nicht. Ja, also das ist einfach kein Mythen, das ist echt nicht gut. Also hatte der Bundestrainer sich im Saal herumgeblickt und sagte, hey Michael, du kannst 200 Meter schwimmen, 400 Meter Freistil, du schwimmst 1500 Meter und du musst nur eins, ankommen. Weil wer ankommt, kriegt einen Punkt für Deutschland. Und vielleicht ist dieser Punkt, wenn der Letzte einen Punkt bekommt, zum Abschluss der Gesamtabrechnung entscheidend, weiß man ja nicht. Okay, überzeugt, das Rennen lief auch super. Insofern, dass ich mithalten konnte und gegen Ende des Rennens hatte ich mir gedacht, ich habe keine Erfahrung, was jetzt die Taktik anbetrifft und die anderen machen wahrscheinlich so die letzten 100 Meter nochmal einen Endspurt, also mache ich das früher, um mich nicht zu überraschen zu lassen, um die anderen abzuhängen und die anderen zu überraschen. Und das funktionierte super, ich habe nach links geschaut und rechts geschaut, draußen die alle haben angefeuert und ich habe niemanden mehr gesehen und draußen war die Runde los, offensichtlich ist meine Taktik aufgegangen und habe dann angeschlagen und wieder nach links geschaut, nach rechts geschaut, nach hinten geschaut, ja, so ähnliche Situation wie hier. Also unten war das Wasser, hier oben ist die Startbrücke, ja, und da war ich. Oben war der Bundestrainer und ich so, was macht der denn da? Alle applaudierten, aber es war niemand mehr im Wasser. Ich so, hey, das gibt's nicht, das ist ein Albtraum. Und der Bundestrainer meinte nur so viel, sagt, du bist 100 Meter zu viel geschwommen. So, und was hat mich das gelehrt? Und das ist halt so ein Rückschlag, so, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, erinnert euch an das Bild, dass das sind dann so die Weckrufe. Und wenn es darauf ankommt, das ist dann meine Stärke daraus geworden, aus dieser Schwäche habe ich eine Stärke gemacht, weil bis heute ist es so, in einer Situation bin ich 200% in der Situation drin. Ja, das war meine große Stärke im Sport. Und auch heute, wenn ich heute, ich unterrichte an der Uni Frankfurt, habe ich ein Masterseminar, im Wintersemester immer,
Und wenn ich da in der Uni bin, dann bin ich 4 Stunden in der Uni und nicht gedanklich irgendwo anders. Und wenn ich bei meinem Kunden bin, beim Job bin, bin ich komplett da und nicht zu Hause oder sonst wo. Ja, und dann klappe ich das immer genau so wieder um, wenn ich zu Hause bin, ja, nachher oder morgen, da bin ich komplett, da bin ich einen Heuchler weg, boah, da bin ich komplett da. Da mache ich keine E-Mails oder so. Ja. Da bin ich komplett in der Situation, weil dann insbesondere heute in den digitalen Zeitaltern, wo wir uns ständig selber ablenken können, ist so wichtig, dass man genau in der Situation da ist, wo es drauf ankommt. Und das ist unwahrscheinlich befriedigend. Jetzt ist es natürlich so, dass das auch ein bisschen Überwindungskraft kostet. 25. März damals. Wer von euch hat schon mal Marathon gemacht? Helden, wenig? Okay, einige. So wie hier in New York. Was steckt dahinter? Überwindungskraft. Das machen die wenigsten Leute, um Erster zu werden, weil das machen irgendwelche Kenianer oder Äthiopier. Also die meisten, die hier rumrennen, machen es, weil sie persönliche Ziele haben, ja, ihr Zielhaus, die haben dann so einen Lebensabschnitt, so ein paar Monate Vorbereitung und dann kommt der Tag, in diesem Fall in New York oder in Frankfurt oder sonst wo, wo es darum geht, sogar drauf, und sich zu überwinden. Und man muss keinen Marathon gemacht haben, um zu wissen, warum man das macht, weil man will sich selber kennenlernen, man will wissen, was da mit mir passiert. Man kann ja auch selber, man kann ja hier loslaufen jetzt, okay, nachts nicht so gut, aber morgen früh könnte man hier loslaufen und macht einen Marathon. Macht aber keinen Spaß. So macht es viel mehr Spaß. Man hat ein Ziel, nämlich dort zu starten. Am 25. März haben wir das auch gemacht. Jetzt bin ich groß und ich hatte ja mal eine, also es war noch ein paar Wochen her. Wir hatten aber so nochmal, wir müssen nochmal Gas geben. Und da haben wir dem Trainer gesagt, in diesem Fall, wir machen mal einen Marathon. Weil jedes Wochenende nur so 30 Kilometer schwimmen, also das ist Wochenendpensum gewesen, 4-mal Training am Wochenende, wir haben am Wochenende viel trainiert. Das sind dann 30 Kilometer im Wasser. Das ist zwar ganz nett, aber das machen wir jetzt mal. 822 Bahnen. 5 Meter weit. Heute haben wir 20 Mal hin und her oder so. Oder 30 Mal. Nach 8 Stunden 22 war ich im Ziel, die anderen haben es auch geschafft, bis auf einem, die Mutter hat zu kalt. Und dann kam der Trainer auf uns zu und sagte, jetzt habe ich eine tolle Idee. Ja, welche? Ja, wir schwimmen jetzt nochmal 100 Meter Wettkampfstrecke. So, mal gucken, was noch geht. Und bist du wahnsinnig? Wieso? Ihr seid in einer Verfassung, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, vom Kopf her, mental, in der ihr euch niemals mehr befinden werdet. Und wir so, nee, niemals mehr, mach ich nicht mal. Habe ich auch bis heute nie mehr gemacht. Marathon. Ja, Fahrradfahren zählt nicht, also laufend oder schwimmen. Und ja, deshalb, gucken, was noch geht. Und da dachte ich mir, hey, die Minute geht auch noch hoch. Eine Minute auf 100 schwimmen. So was war meine Prognose, weil der Durchschnittsgeschwindigkeit war 1 Minute 12 damals, pro 100 Meter. Und dann haben wir das gemacht und dann hat der Trainer mir die Uhr hingehalten und wie gesagt, ich war schon damals zweimal